Hallo Leute, Nicole hier. Heute gibt's ein Sattmacher-Abendessen und zwar einen Geflügelsalat. Dazu brauche ich. Ich habe hier 400 Gramm Hähncheninnenfilets. Die haben wir schon mal gekocht und zwar circa 7 Minuten. Das hier sind 400 Gramm Champignons. Die haben wir geviertelt und auch kurz aufge also auch kurz gegart. Also wir haben sie kurz aufgekocht und dann noch etwas in dem heißen Wasser ziehen lassen. Dann hier haben wir eine Ananas, das sind auch 400 Gramm. Dann haben wir hier Mandarinenfilets gemacht. Das waren circa 1 Kilo Mandarinen. Wenn ihr die Filets selber macht, dann kauft Mandarinen, die eigentlich schwer zu schälen gehen. Wenn die nämlich zu leicht schälen gehen, dann ist es schwierig, sie zu filetieren. Ja, für das Dressing brauchen wir den fettarmen Frischkäse mit weniger als 0,1% Fett. Fettarm Joghurt, Pfeffer, Salz, Zitronensaft zum Abschmecken. Und für das Dressing nehmen wir außerdem den Saft von den Mandarinenfilets. Ich fange an mit dem Dressing. Dafür nehme ich die ganze Packung von dem fettarmen Frischkäse. Dann zwei Esslöffel von dem Joghurt. Und den aufgefangenen Saft von den Mandarinenfilets. Das Ganze rühre ich jetzt gut durch. Wenn das schön verrührt ist, dann würze ich das noch mit Zitronensaft, Pfeffer und Salz. Das Dressing probiere ich jetzt mal kurz. Ja, das ist gut. Wie gesagt, den Zitronensaft braucht es, damit es ein bisschen mehr Säure hat. Der Saft von den Mandarinen ist doch eher süß. So, jetzt gebe ich die etwas festeren Zutaten dazu, nämlich das Hähnchenfleisch, die Pilze und die Ananas. Das schon mal unter. Wenn das gut untergehoben ist alles, dann gebe ich noch die Mandarinen dazu. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil dass die nicht zu sehr zerfleddern. Die ganze Schüssel hat jetzt 11 Points und ist ein Sattmacher. Wir werden das mit Roggenbrot essen. Wenn man noch Gäste dabei hat, die nicht auf Weight Watchers sind, kann man denen auch ein Toast oder ein Weißbrot dazu servieren.